Herr Pfaff, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie haben einen ganz, ganz tollen Stand. Können Sie uns ein bisschen was über den Stand erzählen und über die Künstler natürlich, die Sie hier zeigen? Ja, sehr gerne. Wir haben auf der Rückwand eine Wandarbeit von Lars Breuer und die haben wir ganz bewusst so groß gemacht, dass wir diese Achse, die wir haben, diese Blickachse nutzen können, weil wir in einer Flursituation sind, was sehr schön ist, weil man läuft von Weitem auf diese Schrift zu und damit auf unseren Stand. Und davor haben wir Matthias Wolgast, der eine Gesamtinstallation gemacht hat mit Teppichstuhl und dem Badeanzugsregal. Und ganz als Entree in diesen Stand sind zwei Vitrinen von Bogumil Ecker. Man schreitet sozusagen wie durch ein Tor hinein und uns war es wichtig, so ein Gesamtkonzept des Messestands zu machen. Nicht einfach Positionen nur nebeneinander zu hängen, sondern dass es irgendwie zusammenspielt. Und deshalb auch die Metallarbeit von Lars Breuer neben den Metallarbeiten von Bogumil Ecker, sodass es Übergänge gibt und Bezüge. Sollen wir uns die Arbeit mal genauer anschauen? Gerne. Was würden Sie uns gerne zeigen? Vielleicht Matthias Wolgast, ist ein interessanter Künstler, der in Gesamtkonzepten denkt und arbeitet. Er hat gerade im Kunstmuseum Bonn eine Einzelausstellung und in Cornelie Münster. Er macht eine kameralose Fotografie, das heißt, die Formen werden in der Dunkelkammer direkt aus Fotopapier belichtet und dann koloriert er per Hand diese Skulpturen. Das heißt, im Ergebnis sehen wir eigentlich ein Gemälde, obwohl es eine Fotografie ist. Also es ist eine Verzahnung von zwei Medien. Einerseits Belichtung aus Fotopapier, andererseits per Hand gemalt. Und er hat diese Installation gemacht mit Badeanzügen und dieser Stuhlsituation. Also es sind immer Geschichten, die angedeutet und erzählt werden, ohne dass sie zu Ende erzählt werden. Eine andere Position, die vielleicht also sehr beliebt ist jetzt hier auf der Messe, ist Markus Vater. Markus Vater hat einen unheimlich guten Wortwitz, er nimmt die Sprache sehr ernst, wogegen ist eigentlich die Gegenwart oder niemand benutze den Fluchtpunkt zur Flucht. Also er untersucht Sprache, hat einen guten Humor, der Todesengel hatte Fett angesetzt. Einen sehr sicheren Strich in seinen Zeichnungen, also es ist nicht nur humorvoll, es ist nachdenklich, aber auch zeichnerisch sehr präzise umgesetzt. Es ist ja Tusche auf Papier, das heißt, man muss sehr präzise sein als Zeichner. Ein Reuezug ist nicht möglich, man würde alles sehen, jede Korrektur. Und er ist ein interessanter, reflektierter, intelligenter Künstler, den wir sehr schätzen, ja. Jetzt, wir sind ja mit Mikrofon unterwegs, da hängen ja Mikrofone, die interessieren uns natürlich auch. Bogumil Ecker, ein sehr etablierter Bildhauer, der in zahlreichen, nahezu allen deutschen Museen vertreten ist, ganz viel im öffentlichen Raum gemacht hat und da ausgestellt ist in ganz vielen deutschen Städten. Und er arbeitet immer mit Instrumenten, die mit Ton in irgendeiner Verbindung stehen. Also hier ein Mikrofon zum Beispiel, aber es gibt auch Lautsprecher oder es gibt hier eine Arbeit, die so im Entfernten an einen Dudelsack erinnern könnte. Und andere Arbeiten, die wir hier am Stand haben, reflektieren andere technische Geräte. Und auch er hat einen stillen Humor. Und auch bei ihm, wenn wir beispielsweise diese Arbeit anschauen, die könnte eine Kamera sein, es könnte aber auch eine Marionette sein. Also es sind immer so Andeutungen, stiller Humor, stille Farbigkeit und interessanter Bildhauer, der in unterschiedlichen Materialien arbeitet. Bronze, Aluminium, Holz und sehr etabliert ist. War lange Professor in Braunschweig und in Hamburg und gehört zu, ich würde mal sagen, in seiner Generation schon zu einem der etablierten deutschen Bildhauer in Deutschland, mit einer stabilen nationalen Biografie. Und zu Ihrer Galerie, wie lange machen Sie es schon und welchem Schwerpunkt? Genau, also ich habe Ende 2005 eröffnet und zeige eigentlich alle Medien. Und mir ist es wichtig, dass es Künstler sind, die in Museen wahrgenommen werden und wo man davon ausgehen kann, dass sie eine gute Entwicklung, gerade also institutionelle Entwicklung nehmen, dass sie also beachtet werden von Institutionen, von Kunstvereinen, Museen, dass sie auch gesammelt werden. Und wir arbeiten eng mit den Künstlern zusammen. Also es geht nicht allein um Verkauf, im Gegenteil, es geht um die Vermittlung in Sammlungen, es geht auch um die Vermittlung zu Kunstjournalisten und Kritikern. Deshalb ist so ein Fernsehsender wie Ihre auch wichtig für uns Galerien, dass man eine Beachtung finden kann für die Künstler, für eine größere Öffentlichkeit. Und
ja, machen es lange und ich habe jetzt die dritten Räume bezogen, also dritten größeren Räume und ja, fühlen uns wohl und haben gerade Tim Rautsch hat gezeigt, auch eine etablierte Position. Helmut Schweizer vertreten auch Alfonso Hüppi, haben also nicht nur junge Künstler, sondern auch ältere etablierte Künstler im Programm. Und ja, macht Freude. Ja, dann vielen Dank, Herr Papp.